Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Karinas Kochecke. Heute machen wir gebratene Nudeln mit Gemüse, orientalisch gewürzt mit Kokosmilch. Das Beste an dem Gericht heute ist, es ist ein One-Pot-Gericht. Das heißt, ihr braucht wirklich nur einen Topf oder eine große Pfanne. Ich liebe One-Pot-Gerichte einfach. Sie machen einfach nur wenig Arbeit und man muss hinterher nicht so viel spülen. Wenn euch mein Kanal gefällt, würde ich mich über ein Abo und ein Like von euch wirklich sehr freuen. Und wenn ihr keins meiner weiteren Videos verpassen wollt, dann aktiviert unbedingt die Glocke. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Zuerst benötigen wir kurzgarende chinesische Nudeln. Ich habe hier Chow Mein Nudeln genommen, da sich die hervorragend für dieses Gericht eignen. Die Nudeln geben wir jetzt ohne Zugabe von Öl in eine Pfanne und lassen sie schön braun braten. Wenn die Nudeln so wie hier schön gebräunt sind, geben wir sie in eine separate Schüssel und stellen sie beiseite. Durch das Braten bekommen die Nudeln einen schönen nussigen Geschmack. Jetzt gebe ich in die gleiche Pfanne meinen Brokkoli. Ich habe hier tiefgefroren genommen, ihr könnt aber auch frischen nehmen. Den lasse ich jetzt ein bisschen braten. Nach ca. 3 bis 4 Minuten rühre ich einen halben Liter Gemüsebrühe an. Dazu gebe ich einen gehäuften Esslöffel Gemüsebrühe auf einen halben Liter Wasser und übergieße den Brokkoli damit. Den Brokkoli lasse ich jetzt in der Gemüsebrühe bissfest garen. Dann gießen wir den Brokkoli ab, fangen aber das Gemüsewasser auf, da wir es später noch brauchen. Nun erhitze ich geröstetes Erdnussöl in einer Pfanne. Dieses Öl gibt einen besonders tollen Geschmack und es riecht wirklich grandios. In das heiße Öl gebe ich jetzt eine in Streifen geschnittene Zwiebel, 2 in kleine Stücke geschnittene Knoblauchzehen und eine sehr fein geschnittene Chilischote. Das Ganze lassen wir jetzt unter häufigem Rühren schön andünsten. Und die Kombination von geröstetem Erdnussöl, dem Knoblauch und den Chilis riecht einfach großartig. Als nächstes geben wir in Streifen geschnittene Paprikaschoten dazu. Ich habe hier tiefgefrorene genommen, das entspricht ungefähr 2 Paprikaschoten. Die lassen wir jetzt ca. 3 Minuten mit dem Rest zusammen schön braten. Dabei solltet ihr häufig rühren, damit auch nichts anbrennt. Und jetzt geben wir unseren bissfest gegarten Brokkoli zurück in die Pfanne und verteilen ihn einmal gut. Nun werden wir das Ganze erst einmal gut würzen. Ich nutze hier Kurkuma, weißen Pfeffer, Thajin, das ist eine orientalische Gewürzzubereitung, und Ingwer. Die Gewürze rühren wir jetzt erstmal gut in unser Essen ein. Diese orientalischen Gewürze, die duften wirklich herrlich. Jetzt wird das Ganze natürlich auch noch gesalzen. Ich nutze hier grobes Salz aus der Mühle. Ihr könnt aber jedes handelsübliche Salz verwenden. Nach dem Salzen rühren wir das Ganze nochmal richtig schön durch. Ihr braucht für das Gericht 2 Dosen Kokosmilch. Die erste geben wir jetzt zum Gericht dazu. Am besten bekommt ihr sie flüssig raus, wenn ihr sie vorher in heißes Wasser legt und dann gut schüttelt. Von der zweiten Dose Kokosmilch gebt ihr erst einmal die Hälfte dazu. Je nach gewünschter Konsistenz kann man am Ende entscheiden, ob man die restliche halbe Dose auch noch mit dazu gibt. Und nun kommen die von uns am Anfang angebratenen Nudeln zurück in das Gericht. Die Nudeln verteilen wir jetzt gut in der Pfanne, damit auch überall Flüssigkeit drankommt, denn wir haben sie ja nicht vorgekocht. Deshalb saugen die
saugt Nudeln jetzt auch die gesamte Flüssigkeit auf. Nun geben wir einen Teil unserer aufgefangenen Gemüsebrühe wieder dazu, damit mehr Flüssigkeit vorhanden ist. Für die richtige Würze gebe ich persönlich jetzt noch 2 Teelöffel Kräutersalz dazu. Ich nutze hier das von Ankerkraut, da es einen sehr guten kräuterlichen Geschmack hat. Ihr könnt natürlich auch gut frische Kräuter dazugeben. Das Ganze jetzt nochmal richtig schön verrühren. Jetzt solltet ihr das Gericht auf jeden Fall erst einmal abschmecken und wenn noch was fehlt, gegebenenfalls nachwürzen. Geschmacklich ist mein Gericht schon sehr gut, aber die Nudeln sind noch nicht richtig gar. Deshalb gebe ich nochmal einen Schuss Gemüsebrühe dazu. Und den Rest von meiner Kokosmilch. Jetzt rühre ich das Ganze noch einmal gut durch und lasse die Nudeln noch 1 bis 2 Minuten garen. Und hier kommt schon das tolle Ergebnis. Saftig gebratene Nudeln mit feinnussigem Geschmack, mit viel leckerem Gemüse und orientalischen Gewürzen. Ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!